So, das ist die Galaxy Note. Da ist natürlich beim ständigen Videodreh das Akku sehr, sehr schnell leer. Deshalb habe ich schon erstmal meinen Zusatzakku aktiviert, bevor das dann ganz leer ist. Also, wir haben selbstverständlich frequenzmäßig aufgerüstet. Wenn man uns zu stark stört in der Wohnung, dass wir das dann noch alles mit dem Not hochkriegen. Ich möchte auch nochmal für werben. Das neue Galaxy Note, das kommt ja jetzt raus diese Tage, da ist schon rausgekommen. Also es lohnt sich auch wirklich, sonst noch das alte zu kaufen. Also es ist wirklich schnell genug. Ich habe ja nun das neue Android 4 drauf, das ist dann hat dadurch, jetzt wurde das ein bisschen langsamer, aber das hat ja auch schon zwei Kerne und vorher war das total schnell. Und dieses neue Android 4 ist nun bedeutend langsamer geworden, aber sonst lohnt es sich immer noch. Das ist ganz wunderbar. Es hat ein wunderbares Display. Das ist so ganz wunderbar. Es macht riesen Spaß. Also das lohnt sich dann auch noch für so dieses Galaxy Note 1, das ist ja dann im Prinzip zu kaufen. Aber passen Sie auf, nicht, dass man da dann ja auch wieder an die Prozessoren und so drin hat. Wie das mit dem S2 passiert ist. Aber auf jeden Fall lohnt sich das und man spart denn da schon ganz schön was. Also im Vergleich zu dem neuen jetzt spart man mindestens 250 Euro. Ne? Wenn man natürlich nicht auf Bezahl kauft. Sich mal beim Bahnhof ein bisschen umschaut. Ne? So, und ja, das wollte ich vorher noch sagen, bevor ich jetzt weitermache. Und das ist ja so. Wir haben ganz schön vorgelegt und selbst wenn wir jetzt untertauchen müssen und irgendwo Asyl kriegen, machen wir diese ganzen Sachen weiter. Da möchte ich aber beim Wort genommen werden. Ne? Weil Sie, die damit nicht umgehen, die nie mit solchen vielen Zahlen umgehen mussten, die nie mit 1000 Firmen umgehen mussten und so weiter und mit so viel Geld, für Sie ist das sehr viel, was wir da leisten. Normalerweise hätte man uns da nicht so betrogen. Können wir noch viel, viel mehr leisten. Also das ist nicht viel und das ist auch ganz locker machbar. Das ist auch in Osteuropa locker machbar, wenn die Menschen nur wollen und mitmachen. Dass wir dann da auch ganz einfach anfangen und dann erstmal die ganzen Kommunisten zurückdrängen. So, und je nach Wünsche, die man da hat im Osten, das machen wir dann auch. Da brauchen wir nicht vor Ort sein, dann kriegen die entsprechenden Leute eben einfach nur ein Smartphone und dann zeigen sie uns das, wie das da aussieht und senden uns das rüber. So, und ich konnte sowieso im Ostblock, ich war auch in ihren Ländern, nicht nur in der Sowjetunion, ich konnte da nicht überall sein. Das ging sowieso nur von Berichten und damals waren es dann immer Filme. Super 8 manchmal nur und auch 16 mm Filme, die mir dann vorgespielt wurden. Von den Betrieben und so weiter und so fort, weil die Zeit war nicht da und die Entfernungen waren zu groß. Und so gut war das auch alles nicht ausgebaut. Und ich konnte nicht immer hier meinetwegen von Moskau dann hinten bis zum Osten fahren. Ne? Da fällt mir jetzt gar nicht ein, Sachalin oder so, als irgendwo lang da hinten. Ne? Fällt mir im Moment nicht ein, weil ich bin natürlich auch benebelt. Selbstverständlich kenne ich mich in der Sowjetunion aus. Weil ich bin ja eigentlich Halbrusse. So, und deshalb braucht sich da keine Sorgen machen. Das, was wir gesagt haben, werden wir selbstverständlich durchziehen. Auch wenn wir erstmal irgendwo emigrieren müssen, dann hatte ich. So, und das läuft auch so weiter und das läuft selbstverständlich rüber und im Königreich. Selbstverständlich werden wir uns um die Straßenkinder hier kümmern. Ne? Und dann weiß man schon Bescheid, sollte es sowas geben, sieht man gleich zu, dass die überall in unsere Schlösser kommen und so, dann hatte ich. Weil sie haben es kalt. Das möchte ich natürlich nicht. Ne? Das ist genauso richtig für sie, aber dann würde ich diese Kinder da bloß kein Feuer machen. Und das ist das Schlimmste mit Schloss. Ne? Alles andere kann man da machen und bloß kein Feuer machen. Ne? Also sollte es da welche geben und dass man sie mir auch schön versorgt. Das sind unsere Mündel, ne, Nati? Die gehören zu uns. Das sind die ersten Bürger in einem demokratischen Königreich. Ne? Mit einer Monarchie, aber mit einer absoluten Demokratie. So,
das sind unsere ersten Bürger, denn wenn es die geben sollte. So, und alles andere habe ich auch schon gesagt, also da braucht keine Angst haben, wenn wir das jetzt schaffen, das geht weiter. Weil wir haben lange genug überlegt, was unsere Armen gewollt hätten. Sie wurden nur ermordet und wir wurden beide ja auch um unser Leben betrogen. Und selbst wenn meine Frau da aufgewachsen wäre, hätte sie keine Chance gehabt, weil man hätte sich sowieso um sie gekümmert. Ohne, dass ich dabei war. Also ohne, dass sie mit mir Verbindung hatte. So, und deshalb muss das endlich alles erledigt werden. Und wir haben auch nur ein Leben. Wir haben davon hier schon wieder 10 Jahre vergeuden müssen. Wo man genau Bescheid wusste und wo man uns wirklich, wie ich immer reingeschrieben habe, auch Polizei und so, sie sollen da aufhören, uns anzulügen, wir sehen das doch nicht. Wo ich auch immer reingeschrieben habe, dass man uns mit Absicht die Behörden und irgendwas reingerissen haben. Wenn Sie das mal lesen in unseren Schreiben zu Anfang, wo wir noch nichts gesagt haben, das kann man sich doch schon gar nicht vorstellen. Und heute haben wir das bewiesen. Deshalb darf man hier nicht alle Beamte und so verurteilen. Viele machen gute Arbeit. Frankfurt hat auch gute Polizisten. Auch sehr gute. Ne? Mhm. Gut, da gibt es auch noch Steigerung. Und wir hatten Glück, die im richtigen Moment kennenzulernen. So, genauso, oh, ich unterbreche mal.